Ihr Lieben, happy full moon again. Gerade ist es leider abgebrochen, beziehungsweise ich habe auf eine Nachricht geklickt aus Versehen, dann ist es einfach auf meinen anderen Account gegangen. Aber hier bin ich wieder. Also nochmal, nochmal hello and happy full moon. Ich finde das ganz spannend, dass man tatsächlich, wenn man auf eine Nachricht klickt, dass man dann einfach aus dem Live rausgeschmissen wird, beziehungsweise einfach rausgeht. Aber dann bin ich wieder. Also nochmal, Happy Full Moon. Und ich habe gerade gesehen, ich habe gerade schon einen neuen im Chat gesehen. Das heißt, ich hatte ja gefragt, wie geht's euch? Von 1 bis 10, wenn 10 ganz toll ist, wie geht's euch heute an Vollmond? Denn an Vollmond ist es so, dass die Energien ganz, ganz oben sind. Das heißt, dass Gefühle extrem sein können. Von Neumond zu Vollmond ist es so, dass die Energien immer mehr und immer mehr und immer mehr werden, ganz auch in Bezug auf Emotionen. Das heißt, gerade an Vollmond ist es so, dass wir uns ganz oft ganz extrem in unseren Emotionen fühlen. Das heißt, dass wir zum Beispiel ganz extrem Freude fühlen können, das natürlich auch im positiven Sinne. Oder es kann aber auch sein, dass wir so ganz extrem traurig sind, dass wir vielleicht sehr nachdenklich sind, dass wir vielleicht sehr Selbstzweifel in uns haben und dass sie auch so rauskommen sozusagen. Und das finde ich immer ganz spannend zu sehen, wie es so den Menschen dabei geht. Und ja, oft ist man sich doch einig, dass da die Energien, dass man das einfach mehr wahrnimmt, wenn auch gerade Vollmond ist. Und was ich auch immer so spannend finde, ist, dass an Vollmond der Mond, der beeinflusst ja auch Ebbe und Flut. Und ich war jetzt gerade vorhin ja auch spazieren, und das ist extrem Flut, also extrem hoch das Wasser. Und ich finde es immer wieder total spannend, das auch zu sehen, was der Mond im Endeffekt mit unserer Natur macht. Und da wir ja ein Teil der Natur sind und auch zu 95% aus Wasser bestehen oder 90%, kann man sich halt so überlegen, so was macht der Mond wohl auch mit uns? Und auch wenn man diese Energien nicht sehen kann, sind trotzdem da. Und oft spüren wir sie eben auch. Und darum soll es eben heute auch gehen. Wir haben eben heute Vollmond im Widder um 22:55 Uhr in Deutschland. Und es ist so, dass der Vollmond im Endeffekt nur ein paar Minuten ist. Ein paar Minuten, weil sich ja alles weiter dreht. Und dann geht es quasi schon wieder in den abnehmenden Mond. Und das heißt, 22:55 Uhr ist wirklich der Vollmond in seiner vollen Pracht heute in Deutschland. Hier ist es eine Stunde früher auf den Kanaren. Und ich werde später auch noch mein eigenes Vollmondritual machen. Aber worum es heute im Endeffekt gehen soll, ist ja, wie auch ätherische Öle dich hier unterstützen können. Das heißt, gerade auch zum Vollmond. Ich hatte vor 2 Wochen für den Neumond hatte ich auch ein Live gegeben und habe euch da so ein bisschen erzählt, gerade was sind denn so die Energien am Neumond, aber heute auch für dich, was sind die Energien generell Vollmond am Vollmond, das heißt aber auch heute, das heißt im Widder, was erwartet dich so und mit welchen Ölen kannst du arbeiten heute, jetzt auch gerade beim Vollmond im Widder, aber ich habe auch so ein paar Öle rausgesucht, wie du allgemein mit den Ölen arbeiten kannst, das heißt, wie könnte ich die Öle emotional unterstützen am Vollmond, ganz allgemein. Und es ist so, jetzt weiß ich gar nicht, ob ich das hier in diesem Live oder in dem, was ich gerade abgebrochen habe, gesagt habe. Aber es ist ja so, dass an Vollmond eben die Energien ganz extrem da sind. Neumond, das ist sozusagen der Neuanfang. Und Vollmond ist so, dass es ja quasi dann um 22:57 Uhr heute in Deutschland sozusagen haben wir schon wieder abnehmenden Mond. Das heißt, dadurch, dass es abnimmt, nehmen auch wieder die extremen Energien ab. Und man sagt, dass der Vollmond dazu da ist, um auch loszulassen. Dadurch, dass der Mond dann wieder abnimmt und dann kann man damit eben Emotionen loslassen, Situationen loslassen, Gefühle loslassen. Alles, was du gerade loslassen möchtest, ist eben gerade heute ein super, super Zeitpunkt, um das eben auch zu machen. Und da können dich gerade auch ätherische Öle so schön unterstützen. Und da komme ich gleich zu, was das für Öle sind. Allgemein jetzt nochmal zum Vollmond in Widder. Allgemein, was jetzt so Themen gerade sind für diesen Vollmond heute, ist Durchsetzung. Das heißt, Durchsetzungsvermögen, sich selbst durchzusetzen, auch Ideen durchzusetzen oder auch ja eigene Vorhaben wirklich durchzusetzen und da auch dran zu bleiben. Das ist so gerade heute an diesem Vollmond ein extremes Thema. Oder vielleicht auch schon
die letzten Tage hin zum Vollmond, weil die Energien ja immer mehr werden. Das heißt, dass vielleicht ja gerade so dieses auch extrem so in dein Leben gekommen ist. Allgemein, was ich auch total spannend finde hier an diesem Vollmond, da er eben im Widder steht, ist das Thema Klarheit. Das heißt, Klarheit für sich zu finden, für seinen Lebensweg zu finden, Klarheit vielleicht auch in, jetzt klicke ich aber nicht wieder her, ich sehe schon wieder oben eine Nachricht. Diesmal nicht draufklicken. Genau, und genau, also eben Klarheit zu finden, Mut auch zu finden, vielleicht Projekte durchzusetzen, da sind wir wieder bei der Durchsetzungskraft, aber eben auch ein Thema für diesen Vollmond, Entscheidungen zu treffen. Und ich habe mich ja auch so ein bisschen vorher informiert, da ich weiß das nicht alles so aus dem Kopf heraus, sondern ich informiere mich da natürlich auch, was sind so Themen, gerade jetzt auch zum Widder. Im Vollmond und gerade wenn es so um Unklarheiten geht in Bezug auf Entscheidungen, gerade das hat heute den absoluten Höhepunkt. Das heißt, wenn du bei dir vielleicht gerade vor einer Entscheidung stehst, dann könnte heute genau der Zeitpunkt sein, diese Entscheidung auch zu treffen mit Hilfe dieser Energien. Und ja, manche sagen auch, der Vollmond, das ist extrem anstrengend, das kann gut sein, aber im Endeffekt ist das alles etwas, was wir für uns eben nutzen können. Und weiterhin ist es auch gerade so, dass wir Emotionen ausdrücken sollen, gerade heute. Gerade heute mit den Energien des Vollmonds, dass wir eben unsere Emotionen ausdrücken, und nicht in uns behalten, wie das manchmal so ist, dass wir ja gerne die Emotionen ja, nicht rauslassen. Wir trauen uns manchmal nicht, auch unsere Emotionen zu leben, gerade wenn es auch Wut ist. Das ist für manche Menschen sehr schwer, auch gerade für Frauen wirklich Wut auszuleben, da das ja noch so ein bisschen, Frauen sollen ihre Wut nicht zeigen und so. Das ist manchmal noch sehr drin, aber jede Emotion will gefühlt werden, weil die Emotion ist einfach in uns und wenn wir sie nicht fließen lassen, dann stackt sie irgendwo. Sie bleibt irgendwo stecken und das macht was mit uns. Das macht uns, wie soll ich sagen, es verändert uns einfach. Es hindert uns daran, wirklich wir selbst zu sein in dem Moment und kann eben auch, es kann eben gerade, darüber rede ich auch in meinem nächsten YouTube-Video. Es ist so, wenn gerade Wut irgendwo gestaut ist, dass wir das mitnehmen in unseren Alltag, dass wir das mitnehmen in Beziehungen und dann so Kleinigkeiten können dann schon irgendwas auslösen und dann ja, geht diese Wut, die eigentlich nicht zum Beispiel einer Person wirklich gilt, kommt das dann raus. Also es ist ein super spannendes Thema. Das heißt, auch Wut will einfach gefühlt werden. In Kissen schlagen, einmal schreien im Auto. Also es gibt ja viele verschiedene Möglichkeiten, wie man der Wut einfach auch so die Freiheit geben kann oder zu tanzen. Aber da will ich jetzt nicht so tief reingehen. Allgemein kann sich heute, wie gesagt, auch Klarheit wirklich einstellen. Das heißt, nutze diese Energien heute vom Vollmond vielleicht für dich eben auch, dich gleich nochmal hinzusetzen oder heute Abend allgemein einfach nochmal hinzusetzen. Und wenn es wirklich um eine Entscheidung geht, wenn es um Klarheit geht, da wirklich nochmal reinzufühlen, was ist diese Klarheit für mich? Weil im Endeffekt haben wir es schon in uns. Das Ding, es klingt immer so einfach, wir haben es alles in uns. Ich meine, das ist halt die Wahrheit, aber da wirklich ranzukommen. Wir haben ganz viele Dinge, ja, so über unserer Wahrheit quasi. Es ist alles so drüber gepackt, auch so Dinge von außen. Irgendwas, was wir auch mitgenommen haben in der Kindheit und später im Leben und was wir uns selbst erzählen und Glaubenssätze. Das ist alles so da drauf gepackt. Und es ist manchmal schwierig, wirklich dann an die eigene Wahrheit ranzukommen. Aber gerade heute kann ich da die Energien ganz toll unterstützen. Und generell ist ein Thema auch Verbindlichkeit und Routinen. Das heißt, welche Routinen kannst du gegebenenfalls für dich neu etablieren oder wieder etablieren? Aber da komme ich jetzt zu. Und zwar kannst du dir gerade an Vollmond und an Neumond ganz spezielle Fragen stellen. Denn diese Energien können uns dabei helfen, wirklich in Verbindung zu uns selbst zu kommen. Das heißt, dass wir da auch ins Journaling gehen, dass wir uns selber Fragen stellen und die auch aufschreiben, die Antworten dazu aufschreiben und wirklich in Verbindung auch zu uns selbst kommen, gerade an diesen beiden Daten wirklich im Monat. Und ich sage euch jetzt einfach mal die Fragen, die ich hier zusammengetragen habe und ihr könnt die dann später für euch ausjournalen. Und zwar eine Frage für dich.
Allgemein zu Emotionen. Gibst du deinen Emotionen Raum? Das heißt, lebst du deine Emotionen überhaupt? Oder ist es bei dir eher so, dass du sagst, ich unterdrücke die? Also ich möchte eher nicht leben, ich möchte mich damit nicht so gern beschäftigen. Und sei da mal ganz ehrlich zu dir, wie das bei dir ist. Das heißt, gibst du deinen Emotionen Raum? Ist eine Frage heute für dich. Eine weitere Frage, wo gibst du dir gegebenenfalls selbst nicht genug Zeit? Das heißt, sich selber Zeit zu nehmen, Me-Time, wirklich Zeit mit sich selbst zu verbringen, sich selbst Dinge zu fragen, eben wirklich auch sich diese Journaling-Fragen zu stellen, sich selbst zu reflektieren, einfach auch schöne Zeit mit sich selbst zu verbringen, sich einfach mal eine Kerze anzumachen, sich einen Tee zu machen und ja, einfach diese Me-Time zu genießen. Das heißt, wo gibst du dir diese Zeit oder vielleicht, wo gibst du dir diese Zeit auch gerade nicht? Eine weitere Frage ist, wo möchtest du gerade Klarheit in deinem Leben? Denn heute, wie ich ja gesagt habe, ist ein ganz großes Thema Klarheit. Das heißt, wo möchtest oder brauchst du gerade Klarheit in deinem Leben? Und da kannst du dann nochmal reingehen und eben schauen, wie kann ich diese Klarheit vielleicht heute für mich erreichen, wenn ich mir diese Zeit auch für mich nehme und mir diesen Raum auch gebe. Eine weitere Frage, wie verbunden bist du mit dir, um aus dir selbst heraus Entscheidungen zu treffen? Das ist auch nochmal eine ganz schöne Frage, die du heute für dich anwenden kannst. Denn um wirklich Entscheidungen zu treffen, die auch basierend auf deinem Ich sind und auf deiner Wahrheit, ist es eben wichtig, dich auch mit dir selbst verbinden zu können und mit dir selbst verbunden zu sein. Und da kannst du mal für dich schauen heute, wie verbunden bin ich denn eigentlich mit mir selbst? Nehme ich mir diese Zeit, wie eben in der Frage, und spüre ich diese Verbundenheit auch zu mir selbst oder eher nicht? Und was ich da mal so direkt als Tipp reingeben kann, ist auch, sich eben diese Zeit einmal zu nehmen und die Augen zu schließen und einfach mal reinzuhören. Und sich vielleicht einfach auch mal selber eine Frage zu stellen und dann mal schauen, was kommt. Und ja, wenn du das vielleicht noch gar nicht selber gemacht hast, dann wirst du auch sehr überrascht sein, was da manchmal auch wirklich kommt, wenn wir so in diesen Dialog gehen mit uns selbst und die Zeit nehmen und uns wirklich selber mal die Fragen stellen. Und dadurch, dass wir die Augen schließen, blenden wir das Äußere auch schon mal aus. Das heißt, es fällt uns auch viel einfacher, mit uns selbst in Kontakt zu kommen. Also super, super spannend und macht auch total Spaß, wenn man da einmal so auch drin ist und dann wirklich auch merkt, da kommen auch Antworten. Das heißt, das ist nochmal eine Frage für dich. Wie verbunden bist du mit dir, um aus dir selbst heraus Entscheidungen zu treffen? Genau. Und allgemein zum Loslassen, was es immer, immer, immer an Vollmond gibt, was du dich fragen kannst, ist, was dient mir nicht länger? Was tut mir nicht gut? Und was kann ich heute wirklich loslassen? Das heißt, frag dich das heute mal. Was gibt es gerade in meinem Leben, was mir einfach nicht gut tut? Was mir vielleicht auch im Weg steht, wirklich mein Leben zu leben, was ich leben möchte. Was ist das? Vielleicht ein Gefühl? Vielleicht ist es auch eine Beziehung? Vielleicht ist das irgendein Glaubenssatz? Irgendein Gedanken, den du immer wieder denkst, der dir einfach im Weg steht und dir wirklich das verbaut, was du eigentlich haben möchtest. Und da darfst du für dich heute mal ganz besonders reinspüren. Erstens reinspüren und das dann auch gehen zu lassen. Heute wirklich die Entscheidung zu treffen, ich nehme das nicht länger mit. Ich nehme das nicht länger mit und ich lasse das heute hier und ich nutze die Energien vom Vollmond, um das wirklich heute für mich loszulassen. Und da gehe ich heute auch auf jeden Fall nochmal ganz tief rein. Dadurch, dass ich ja auch krank war und noch nicht so hundertprozentig bin, habe ich mir auch Zeit genommen, da wirklich nochmal für mich zu reflektieren, jetzt so die letzten Tage. Und ich nutze heute definitiv auch nochmal den Vollmond, um ein paar Dinge für mich loszulassen. Aber jetzt kommen wir auf jeden Fall auch zu den Ölen. Das heißt, welche Öle kannst du verwenden für den Vollmond, die dich eben unterstützen können? Und es ist so, dass wir Öle jetzt allgemein erstmal so anwenden können, dass wir sie einatmen. Das heißt, wir können sie zum Beispiel auf die Haut geben, dann gelangt es auch nochmal in die Haut und dann auch in den Blutkreislauf. Das heißt, darauf auch immer achten, dass man gute Öle nimmt, die auch wirklich natürlich sind. Das ist ganz wichtig, sonst richtet man mehr Schaden an, als dass man sich was Gutes tut. Und dann kann man die Öle nochmal eben einatmen. Direkt aus der Flasche aufmachen, einatmen und dann gelangt das in 20 Sekunden
in unser limbisches System, das heißt in einen Bereich in unserem Gehirn, der für Emotionen zuständig ist. Und ich finde das so spannend, dass es wissenschaftlich bewiesen ist, dass das so ist. Das heißt, wenn wir Dinge riechen, dann macht das was mit uns, mit unseren Emotionen, und wir können das überhaupt gar nicht beeinflussen. Und dementsprechend bin ich so begeistert auch von Ölen und eben mit Ölen an unseren Emotionen zu arbeiten und mit unseren Emotionen zu arbeiten. Genau, also du kannst sie auftragen auf die Haut, du kannst sie in den Diffusor geben, du kannst sie auch innerlich einnehmen. Nicht alle Öle sind dafür geeignet, aber fast alle Öle von doTERRA jetzt zum Beispiel, weil man, ich weiß da halt einfach, das ist wirklich hundertprozentig natürlich und da ist nichts zugegeben und da ist aber auch nichts weggenommen. Das heißt, es ist wirklich pure Heilpflanzenextrakte sind hier drin. Und genau, und die kannst du eben innerlich noch einnehmen oder eben in den Diffusor oder auf die Haut auftragen. Und da wir jetzt auch, ich kriege hier die ganze Zeit Nachrichten, das macht mich hier ganz kirre. Okay, genau. Welche Öle kannst du verwenden, um loszulassen? Das ist ja so das größte Thema am Vollmond. Und da gibt es in erster Linie erstmal Lemongrass, was du nehmen kannst. Ich habe hier ein paar Öle auch aufgestellt. Und Lemongrass ist ganz toll dafür da, um eben so negative Energien und toxische Energien gehen zu lassen. Es ist halt so ein reinigendes Öl. Finde ich auch sehr schön. Und das kann man eben verwenden, um diese Energien loszulassen. Und das werde ich mir gleich auf jeden Fall direkt in den Diffusor packen. Ich habe heute noch gar nicht diffus, muss ich sagen. Das heißt, das werde ich jetzt gleich jetzt mal machen. Auf jeden Fall Lemongrass kommt damit rein. Was gibt es noch? Also das ist total schön, eben um so das Energiefeld zu reinigen. Und es ist auch ein sehr günstiges Öl. Also eins der günstigsten Öle. Das kostet so um die 13 Euro. Und ist eben zur Reinigung da. Kann man zum Beispiel auch Lemon und Lemongrass tatsächlich auch so zum Reinigen der Wohnung nehmen. Also Öle kann man unfassbar, kann man für alles anwenden. Aber heute ja Emotionen und Vollmond. Ansonsten Tea Tree, das heißt das Teebaumöl. Das kannst du verwenden, wenn es um das Thema Abgrenzung geht. Das heißt auch gerade loslassen heißt ja auch abgrenzen, Nein sagen. Und dafür ist Tea Tree das perfekte Öl. Das ist wirklich das Öl der Abgrenzung. Jedes Öl steht ganz besonders für eine Emotion, für eine Sache. Und bei Tea Tree, bei Teebaumöl ist es so, dass das wirklich, das ist das Öl der Abgrenzung. Das heißt, das kannst du auch heute ganz toll verwenden, ja, wenn du eben gerade das Thema Abgrenzung nochmal so mit reinbringen möchtest. Ansonsten Oregano. Oregano ist das Öl des Loslassens. Und welches Öl könnte da besser passen an Vollmond als Oregano? Es ist erstmal so ein bisschen komisch, weil Oregano steht bei mir eigentlich in der Küche. Ich liebe das in Tomatensoße zum Beispiel zu geben. Und es ist auch erstmal, ja, für mich war es am Anfang etwas komisch. Ich dachte, was mache ich denn bitte mit Oregano? Was soll ich denn mit Oregano machen? Aber das ist ein richtig, richtig tolles Öl und das ist das Öl des Loslassens. Das heißt, wenn es ein Öl sein darf für Vollmond, dann auf jeden Fall Oregano. Und das kann man eben auch in den Diffusor geben. Würde ich jetzt nicht pur machen. Ich fände es jetzt nicht so schön, wenn meine ganze Wohnung nach Oregano riecht. Aber ich meine, das ist ja auch bei jedem anders. Aber ich werde das zum Beispiel heute mischen, auf jeden Fall mit Lemongrass. Also das kommt auf jeden Fall heute in meinen Diffusor. Eben um nochmal, ja, das Loslassen auf dieser emotionalen Ebene durch das limbische System und durch die Energien einfach nochmal zu unterstützen. Genau, Thymian ist auch das Öl des Loslassens, aber auch nochmal der Vergebung. Das heißt, der Satz, der bei Thym eben bei dem Öl immer dabei steht, ist das Öl des Loslassens und der Vergebung. Das heißt, da kannst du auch vielleicht nochmal für dich schauen, ob auch das gerade nochmal mit der Vergebung für dich passt am heutigen Tag. Und dann kannst du das Öl eben auch nochmal nehmen. Und genau. Hello. Und genau, das nächste Öl, das ist eine Ölmischung, die ich super gerne verwende. Die habe ich auch die letzten Tage verwendet. Und zwar ist es Forgive. Und Forgive ist eine Ölmischung, also das heißt, da sind verschiedene Öle zusammengetragen. Hier habe ich das jetzt zum Beispiel in einem Roller mit fraktioniertem Kokosöl. Ist das quasi verdünnt und dann kann man das direkt auf die Haut geben. Hello!
Genau. Und dann kannst du das direkt auf die Haut geben. Und Forgive, wie der Name es ja quasi schon sagt, dient eben der Vergebung. Das heißt, wenn du da nochmal ganz speziell reingehen möchtest, dann ist das eben auch so ein perfektes Öl für dich, wo du dann eben mitarbeiten kannst. Das heißt, dir das schön auftragen. Und dann wirklich auch ganz achtsam diesen Duft einatmen und diesem Duft auch quasi nachgehen. Das heißt, wirklich achtsam diese Öle auch zu verwenden und zu schauen, was machen die mit mir. Und dann kannst du da eben mitarbeiten und kannst eben schauen, was möchte ich denn heute, wem möchte ich vielleicht heute vergeben. Und ja, mega, mega schönes Öl. Wie gesagt, habe ich auch die letzten Tage mitgearbeitet. Das sind so die Top-Öle. Natürlich gibt es mehrere Öle, die man da nochmal ganz allgemein zum vollen Mond verwenden kann. Ich habe mich jetzt erstmal auf diese beschränkt. Und daraus würde ich mir, wie gesagt, heute auch eine schöne Mischung zusammenstellen. Schreibt super gerne mal in die Kommentare, ob ihr selber schon Öle verwendet und ob ihr heute gegebenenfalls schon Öle angewandt habt und welche das gegebenenfalls sind. Das würde mich total interessieren. Schreibt das super gerne in die Kommentare. Oder auch wenn du eine Frage hast, dann auch super gerne in die Kommentare, weil dann antworte ich da total gerne drauf. Und da ja heute der Vollmond im Widder steht, gibt es dafür diese Themen, die ich jetzt eben schon mal genannt hatte, auch Öle, die uns da eben ja, unterstützen können. Und ein Öl, weil es eben auch Klarheit ein Thema ist, diesen Vollmond, kann ich Clary Sage da total empfehlen. Denn das ist das Öl der Klarheit und Vision. Das heißt Clary Sage da nochmal. Ich nutze jeden Tag die doTERRA-Öle, ich liebe sie über alles. Kann ich unterschreiben. Ich nutze sie auch einfach so gerne. Und ja, sich einfach damit zu verbinden und dadurch, dass sie einfach ja 100% Natur sind. Und ja, der Körper weiß auch einfach ganz genau, was er irgendwie gerade braucht. Und genau. Also da darf man auch super gerne nochmal intuitiv auch angehen. Das heißt, wenn ich jetzt hier sage, diese Öle sind toll und die können dich unterstützen an Vollmond, guck auch einfach nochmal selber, was möchte ich jetzt intuitiv vielleicht auch verwenden. Denn der Körper, wie gesagt, weiß halt meistens auch ganz, ganz von allein, was brauche ich heute. Genau. Genau, eben Clary Sage für Klarheit und Vision. Dann, wenn es auch nochmal um klares Denken geht, dann empfehle ich dir nochmal das Öl Kumin, um dir dieses zum Beispiel aufzutragen oder auch in den Diffusor zu geben, wenn du eben merkst, irgendwie kann ich nicht so klar denken, die Gedanken, die sind vielleicht auch alle so total wirr und gehen alle so ineinander und irgendwie ganz viele Themen vermischen sich, dann kannst du Kumin ganz toll nehmen, um eben so dieses klare Denken zu fördern und vielleicht auch so dieses fokussierte Denken. Ansonsten Copaiba, das ist ein Öl, das habe ich, ja, das habe ich bei vielen anderen gesehen und habe gedacht, da muss ja dann was dran sein, dass das so toll ist. Und dann habe ich dran gerochen, war ein bisschen enttäuscht. Ganz ehrlich, ich mag den Duft nicht so gerne. Aber ich sage mir auch, Clary Sage, ich schreibe das hier nochmal rein. Clary, ich glaube, du meinst das, oder? Clary Sage. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Klarheit und Vision. So, ich habe es nochmal reingeschrieben. Ja, genau. Also das ist eben Klarheit und Vision. Und ansonsten, genau, Copaiba, da war ich gerade dabei, dass ich so ein bisschen enttäuscht war, ja, gerne, gerne, was so diesen Geruch betrifft. Und aber für mich, ich muss ganz ehrlich sagen, für mich steht die Wirkung im Vordergrund. Für mich stand nie im Vordergrund, das muss jetzt hier toll riechen und so weiter. Sondern für mich ist einfach die Wirkung, gerade auch was Emotionen betrifft, was so die eigene, ja, die Verbundenheit mit sich selbst betrifft, da war für mich, da wollte ich halt einfach was haben, was mich da nochmal unterstützt. Und Copaiba verwende ich quasi täglich. Nicht pur, sondern auch im fraktionierten Kokosöl mit anderen Ölen zusammen. Und es ist zum Beispiel auch in einem Muskel, in diesem Stick, die Blue Stick, ist da auch Copaiba mit drin, weil das eben auch entspannend wirkt. Beruhigend auf das Nervensystem. Ja, das ist das. Und das ist auch in meinem Roller drin, den ich mir da eben zusammengestellt habe. Und
Copa Iba ist das Öl der Enthüllung. Das heißt, Dinge wirklich auch zum Vorschein zu bringen. Dinge eben auch, die du vielleicht wirklich möchtest, was du aber einfach irgendwie nicht, ja, weil eben so viele Dinge oft ja auf unserem wahren Ich quasi so draufgepackt sind, auf unsere Wahrheit gepackt sind, kann dir eben Copa Iba dabei helfen, das wirklich zu erkennen und auch Klarheit zu finden. Und genau deshalb ist gerade heute auch Copa Iba so ein Öl, was dir extrem helfen kann. Ich merke gerade, meine Diffusermischung wird wahrscheinlich ziemlich, wird sehr viel drin sein, denn ich werde heute auf jeden Fall auch nochmal mit Copa Iba arbeiten. Genau. Also auch gerade, was so die Wirkung betrifft, für mich persönlich ein sehr wichtiges Öl geworden, aber immer in Verbindung mit anderen Ölen, dadurch, dass ich den Geruch einfach nicht so gerne mag. Oder man sagt ja eben, das, was du nicht riechen kannst, damit hast du wahrscheinlich gerade ein Thema. Und was ich da auch empfehlen kann, ist es einfach unter die Fußsohlen zu geben. Das heißt, mischen mit fraktioniertem Kokosöl zum Beispiel oder auch pur auf die Fußsohlen geben. Da kommt das total gut eben dann in unseren Blutkreislauf, dadurch, dass wir hier nicht so viele Poren haben, also an den Händen zum Beispiel, aber dadurch, dass man dann alles anfasst, ist das so ein bisschen blöd. Das heißt, unter die Fußsohlen das Öl zu geben, Socken drüber und dann riecht man das auch nicht so extrem, aber kann halt trotzdem dann eben daran damit arbeiten und auch eben diese emotionalen Themen eben damit arbeiten. Genau, was haben wir noch? Zitronella haben wir noch. Zitronella ist auch eins der etwas, ich meine, tatsächlich günstigsten Ölen, beziehungsweise eher so im niedrigeren Bereich. Es kommt ja auch immer darauf an, wie einfach kannst du ein ätherisches Öl herstellen, wie viel Aufwand steckt da auch hinter. Und ja, Zitronella ist da, glaube ich, so auch eher im niedrigeren Bereich. Und Zitronella ist das Öl der Sichtveränderung. Das heißt, es kann dir dabei helfen, auf ein Thema mal aus einem anderen Blickwinkel zu schauen. Was uns ja manchmal sehr schwer fällt, weil wir manchmal so in unserem Tunnel drin sind und uns das manchmal eben schwer fallen kann, da auch mal so aus einem anderen Blickwinkel drauf zu schauen. Und dafür ist Zitronella halt wirklich, wirklich toll. Und ja, das ist halt natürlich Zitrusöl, erinnert einen irgendwie oder mich persönlich sehr so auch an Putzmittel. Da ist ja auch oft Zitronella mit drin und das ist eben auch ein schönes Öl. Wie gesagt, um eben wirklich die eigene Sicht auf ein Thema zu verändern und kann dir da auch ganz toll helfen bei der Selbstreflexion, wenn es da eben um ein Thema geht, da einfach nochmal, ja, anders ranzugehen. Wofür ist das Copa Iba nochmal gut? Genau, Copa Iba ist ein Öl, also allgemeine Öle haben unfassbar viele Anwendungsbereiche. Also es ist unfassbar. Also ein Copa Iba zum Beispiel hat jetzt mit Sicherheit um die 50 Anwendungsbereiche Minimum. Aber was ich jetzt gerade sagte ist, Copa Iba allgemein, wenn man es jetzt in einem Satz darstellen würde, auch gerade was so Emotionen betrifft und Persönlichkeit, ist das Öl der Enthüllung. Das heißt, es kann Dinge quasi an die Oberfläche holen. Das heißt, wenn du gerade vielleicht auch nicht so genau weißt, was will ich überhaupt oder vor einer Entscheidung zu stehen, dann kann dir Copa Iba dabei helfen, quasi diese Dinge für dich zu enthüllen oder allgemein Themen zu enthüllen, Themen zu verstehen. Und auch bei der Klarheit eben, kann dir auch dabei helfen, eben Klarheit zu finden. Das sind so gerade, dafür ist Copa Iba gerade heute gut an diesem Vollmond, allgemein aber auch zur Beruhigung des Nervensystems. Das heißt, runterkommen, runterfahren, in die Ruhe kommen. Dabei ist Copa Iba total toll. Genau, ich hoffe, das ist gut beantwortet. Und dann komme ich schon zum nächsten Öl. Wie viel habe ich denn noch? Ich habe noch 3 Öle für euch. Und zwar, es geht ja um Emotionen. Emotionen sind eigentlich jeden Tag ein Thema, meiner Meinung nach. Aber Emotionen auszudrücken, gerade heute an diesem Vollmond, wenn ich jetzt eins nochmal auswählen sollte. Es gibt natürlich auch noch andere Öle, die dich da unterstützen können. Wenn du da nochmal so speziell was wissen möchtest, vielleicht du hast jetzt vielleicht gerade, wie zum Beispiel Black Pepper, darauf komme ich jetzt zu sprechen, wenn du das nicht zu Hause hast, dann frag mich einfach, dann kann ich dir da auch nochmal Tipps geben, was du da nochmal ansonsten alternativ nutzen kannst. Allgemein gibt es ein Kit von doTERRA, Home Essentials Kit. Und wenn du das hast, es sind 10 Öle drin und damit kannst du fast alles schon irgendwie abdenken. Und deshalb wird es auch meistens ganz am Anfang empfohlen zu bestellen. Das habe ich auch gemacht.
Und damit kannst du so unfassbar viel machen, wirklich. Damit kannst du kochen, damit kannst du emotional Dinge bearbeiten. Du kannst körperliche Themen bearbeiten, also mega, mega toll. Wenn du da was wissen möchtest, wie gesagt, sag einfach super gerne Bescheid und dann kann ich dich ja super gerne beraten. Genau, sehr gerne. Black Pepper, genau, das ist das Öl der Demaskierung. Das heißt, wenn es darum geht, wirklich an deine wahren Emotionen zu kommen, was fühle ich wirklich? Nicht irgendetwas, was ich glaube, was ich fühle, was irgendwie gerade beeinflusst wird von außen, sondern wirklich Maske ab. Wirklich ich. Was fühle ich wirklich? Und dabei kann dir Black Pepper helfen, wirklich hinzugucken, wenn du sagst, okay, heute bin ich bereit, die Masken mal fallen zu lassen. Heute bin ich bereit, da mal wirklich hinzugucken. Dann Black Pepper kann dir dabei total helfen, weil es eben das Öl der Demaskierung ist. Genau. Ansonsten, eins meiner absoluten Lieblingsöle, muss ich ganz ehrlich sagen, wobei es fällt, ich glaube, wenn du einen Menschen fragst, der mit Ölen arbeitet, und du fragst diesen Menschen, sag mir mal bitte, ja, super gerne, kein Problem. Schönen Sonntag. Sag mir mal bitte drei Öle oder sag mir mal dein Lieblingsöl. Dann ist es unfassbar schwierig für jemanden, der wirklich mit Ölen arbeitet, da ein Lieblingsöl rauszufinden oder einfach zu sagen. Und für mich ist es auf jeden Fall mit ein Öl, Balance. Und Balance ist. Damit kann man eigentlich immer arbeiten. Ist erstmal für mich persönlich, ist es eines der bestriechendsten Öle. Es ist so, dass es auch eine Mischung ist. Das heißt, es sind auch verschiedene Öle mit drin, muss ich dazu sagen. Aber es ist so, für mich persönlich, glaube ich, so ein Öl, wo ich dran gerochen habe und das hat wirklich was mit mir gemacht. Da werde ich auch emotional. Da kommen mir auch Tränen wieder in die Augen. Weil diese Öle, die machen einfach was mit einem und das muss man einfach selbst erfahren. Und ja, wie gesagt, ich habe an diesem Öl gerochen und ich habe einfach gemerkt, das macht unfassbar was mit mir. Das ist wie, das lässt mich so irgendwie, das gibt mir so das Gefühl, als würde ich mich in so einen Waldboden reinfallen lassen und der fängt mich dann so auf, wenn ich das jetzt mal so sagen müsste. Und Balance, wie es der Name auch schon sagt, wirkt ausgleichend und erdend. Und so diese Balance zu halten. Dieses Ausgleichen, das kann man ja eigentlich immer gebrauchen, weil in allen Bereichen, in jedem Lebensbereich, in allem im Leben, da geht es eigentlich immer darum, eine Balance zu finden. Und deshalb, ich könnte jeden Tag mit Balance arbeiten. Und den gibt es eben natürlich auch als Roller, als fertigen Roller, auch schon bei doTERRA, könnte man sich aber auch selbst mischen, ein paar Tropfen davon nehmen, in einen Roller packen. Und das dann mit fraktioniertem Kokosöl eben auffüllen und dann kann man das super verwenden. Genau. Und deshalb, ich liebe Balance und gerade auch heute eben ausgleichend, aber eigentlich Balance kann man einfach jeden Tag verwenden, meiner Meinung nach. Und ich lieb's. Genau. Kann man die Öle online kaufen und gibt es da auch einen guten Diffusor? Also, du kannst dich super gerne auch nochmal bei mir melden oder ich melde mich bei dir. Die Öle kann man online kaufen und genau, da gibt es auch mega viele Diffusoren bei doTERRA jetzt zum Beispiel. Da könnte ich dir auch was empfehlen. Ich habe da auch ein paar von zu Hause, aber es kommt immer darauf an, was möchte man. Möchte man zum Beispiel jetzt einen Diffuser haben, den man jetzt überall mit rumtragen möchte, das heißt, der jetzt nicht am Strom ist, da habe ich einen von dem, benutze ich total gerne. Oder eben, wie groß soll der sein? Also da gibt es auf jeden Fall viele Möglichkeiten. Du könntest zum Beispiel gucken bei mir in der Bio. Wenn man da ganz nach unten scrollt, dann kommt man da zu meiner doTERRA-Seite und dann könntest du da selber zum Beispiel erstmal gucken, wenn du das möchtest. Kannst du mal so ein bisschen stöbern, was es da so gibt. Und mich halt auch super gerne fragen, wenn du jetzt zum Beispiel ein emotionales Thema hast oder wenn du auch ein körperliches Thema hast. Ja, dann kann ich dir da ein paar Sachen auf jeden Fall empfehlen. Und genau. Ich hoffe, das war gut beantwortet.
Und bevor du da so bestellst, kann ich dir auf jeden Fall auch empfehlen, Vorteilskunde zu werden, weil man da direkt 20% spart. Also das lohnt sich auf jeden Fall. Genau. Dann das letzte Öl für heute ist Fennel, das heißt Fenchel. Erstmal total komisch, denkt man sich so, hä, was soll man denn damit? Genauso hier mit Oregano. Das war auch bei mir erstmal wieder so. Ja, sehr gerne. Das war dann bei mir auch so. Fennel habe ich nicht zu Hause, aber das ist auch so eins, wo das wird sowieso irgendwann bei mir einziehen. Und Fennel ist das Öl der Verantwortlichkeit. Das heißt, dadurch, dass es ja heute bei dem Vollmond auch darum geht, ja, zu schauen, Dinge vielleicht durchzusetzen, umzusetzen, wirklich dran zu bleiben, neue Routinen zu etablieren, könnte eben Fennel ein Öl sein, was sich dabei unterstützt, aber auch allgemein. Das heißt, wenn es wirklich darum geht, auch Verantwortung zu übernehmen für das eigene Leben, vielleicht auch für eigene Emotionen, vielleicht für die eigene Situation, wo man auch gerade ist, daran zu arbeiten, das wirklich selber in die Verantwortung zu kommen, kann man eben dieses Öl ganz toll verwenden. Genau, das waren die Öle. Wie geht es euch? Ich hoffe, es geht euch gut. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt es super gerne hier in die Kommentare. Ich bleibe noch mal kurz hier drin. Und ansonsten freue ich mich gleich total auf mein eigenes Vollmondritual. Ich teile auch dann die Mischung, die es im Endeffekt geworden ist, weil klar, ich habe jetzt natürlich hier einen Batzen an Ölen, die ich jetzt gleich auf jeden Fall nicht alle in den Diffuser packen werde, weil ist dann auch ein bisschen viel. Aber ich glaube, ich werde heute tatsächlich wieder mit Balance arbeiten, weil ich es einfach so liebe. Lemongrass, um eben so alles, was so negativ ist, weil ich muss sagen, bei mir ist heute auch so, was so Emotionen betrifft, ist halt schon extrem heute. Das heißt, Lemongrass werde ich wahrscheinlich nehmen. Ich werde mit Oregano arbeiten, weil es einfach das Öl des Loslassens ist. Es muss für mich heute einfach mit rein. Und ich glaube, diese drei werden es heute bei mir. Lemongrass, Balance und Oregano. Das wird heute meine Mischung. Ja. Ich freue mich. Genau, also heute Vollmond 22:55 bei euch. Nehmt euch die Zeit für euch, da einfach nochmal reinzuspüren. Was möchtet ihr heute loslassen? Wenn du jetzt bei den Fragen jetzt vielleicht nicht so ganz mitgekommen bist, dann ich werde das live gleich hochladen und dann kannst du dir die Fragen auch gerne nochmal aufschreiben und für dich eben beantworten und da eben nochmal schauen, ja, was ist das heute so bei mir? Wie dürfen mich heute wirklich diese Energien begleiten und was möchte ich heute wirklich für mich loslassen? Was erkenne ich vielleicht für mich heute selber noch und wie möchte ich so in die nächsten 2 Wochen gehen, wenn dann wieder in den 2 Wochen ist ja dann wieder Neumond, wo es dann wieder darum geht, was möchte ich in mein Leben ziehen und heute eben, was möchte ich loslassen? Genau, ihr Lieben, also es waren keine Fragen mehr da. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Sonntagabend. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Vielen Dank auch für die Fragen. Wenn was ist, wie gesagt, meldet euch super gerne bei mir. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntagabend, Vollmondabend und lasst es euch gut gehen und macht's gut. Ciao, ciao.